Hallo Skorpion, Jahreslegung für dein Sternzeichen 2024 möchte ich dir nicht vorenthalten. Wir starten auch sofort. Okay, mir ist nur noch wichtig zu erwähnen, Skorpion, denk dran, die Monatslegungen werden sehr wichtig sein weiterhin, weil da bekommst du die Antworten genau in dem Moment, wo sich eine Situation für dich verändert, okay? Ansonsten starten wir sofort. Skorpion, Januar 2024, Februar, sehr gut, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Wow, ein Jahr, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen, ja, aus dem Herzen, aus der Vernunft, aus dem Kopf heraus. Viele Momente, wo du dich zurückgezogen fühlst oder dich zurückziehen darfst. Viele Momente, wo die Realität dich einholt oder du auf einmal siehst, ja, dass du dich so in einem Menschen getäuscht hast. Also es werden viele Erkenntnisse kommen, die aber auch sagen, wie schön es ist, diese ganzen Erfahrungen zu machen, um eine andere Sichtweise von deinem Leben zu bekommen. Im Januar haben wir schon Bewegung. Fortschritt, ja, also es geht weiter. Der Skorpion ist auf einmal voller Power. Der Skorpion ist in einem mega geilen Flow, obwohl du noch Anhaftungen an die Vergangenheit hast, obwohl das Jahr 2023 immer noch ein bisschen nachwirken kann. Du bist aber in einer Energie, wo ich sage, ein Zwilling, eine Waage, ein Wassermann kann dich begleiten oder du hast diese Energie in deiner Geburtskarte, ja. Wenn nicht, kommt in deinem Leben oder ist auch schon für viele bereits ein Mensch in deinem Leben, der sehr starrsinnig ist, ja, kann Familie sein, kann wer auch immer. Jemand, der dir echt die Kraft raubt, wo du sagst, ich könnte hier eine Bombe reinschmeißen. Lass dich im Januar, wenn du gute Energien hast, nicht rauskatapultieren, sondern verschaffe dir den Respekt, setze Grenzen und stoppe alles, was zu stoppen ist, damit du immer bei dir bleiben kann. Denk dran, du fühlst das schon. Viele von euch, ihr wisst auch schon, von wem ich rede, okay? Im Februar geht's um die Kohle. Ja, es geht um die Entscheidung, soll ich ein Projekt machen, soll ich hier Geld investieren, soll ich Lotto spielen? Du bekommst Hilfe von einem Partner, von einer Partnerin, von einem nahestehenden Menschen. Hier fließt schon die Kohle, ja? Also gehaltsmäßig macht ihr gar keine Gedanken. Auch wenn etwas verzögert kommt, auch wenn etwas ein bisschen schleppend ist, auch wenn etwas noch nicht ganz in Sicht ist, es kommt eine Finanzspritze, aber es könnte auch sein, dass es verzögert kommt. Oder du darfst darum echt ein bisschen noch kämpfen, ja, oder einsetzen. Ich mag das Wort kämpfen nicht. Skorpion, im März, es ist nur ein kleiner Einblick, Leute, ja. Denkt dran, dafür habt ihr die privaten Legungen, die zielorientierten Therapien und die Notfall-Express-Legungen, die ich nur noch bis Ende des Jahres anbieten werde, um euch einfach zu helfen, bei Notfällen am gleichen Tag noch einen Termin zu bekommen, okay? Ansonsten habe ich nur noch 8 Termine für Dezember. Im Monat März geht es um Partnerschaften, um Liebe, um Gefühle, um die Kommunikation. Wie bringe ich meine Emotionen zum Ausdruck? Viele von euch habt ihr Menschen zurückgelassen. Viele von euch trennt ihr euch auch von Menschen, von Dreieckskisten, ja? Von diesen Menschen, die eure Seele irgendwann berührt haben. Viele von euch löst ihr euch auch von dem Schmerz. Aber in der Liebe ist es so, dass auch wenn neue Menschen kommen, auch wenn ihr euch versöhnt, auch wenn die Partnerschaft wieder funktioniert, ein Teil in Skorpion ja hat immer noch Liebeskummer, Nostalgie, traut dem Braten noch nicht. Lass erstmal schauen, dass du Januar und Februar in den Flow kommst und dann öffnen wir gemeinsam ja die Türen für die Gefühle, für die Liebe, für das Mitteilen in der Partnerschaft auch, okay? Im Monat April geht's um das Zuhause, deine Wohnung, dein Haus, ja, dein Auto, dein Wohlfühl. Ambiente, streiche ich meine Küche, ja, tapeziere ich lieber, kaufe ich ein neues Haus, reiße ich das Haus ab, aber auch hier drinnen, Skorpion, hier drinnen. Die sehr spirituellen Skorpione, die wissen, wovon ich rede, ja, und alle generell, es ist so, dass hier drinnen ist unser Wohlfühlambiente, hier ist unser Zuhause, wo wir den Punkt finden, uns mit uns selber in Verbindung zu setzen und es darf Ordnung reinkommen, intern und extern. Warum? Weil Skorpion sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Flieder, ja, ich mache jetzt Kaffeebraun meine Küche. Was weiß ich auch immer. Du wirst auf einmal inspiriert sein und dann wieder im Zweifeln kommen. Das heißt, du hast wirklich März und April so boah, Schwankungen, die krasser nicht sein können. Darum sind die privaten Legungen so wichtig, um die Antworten zu bekommen und die Monatslegungen, um dich in den Flow zu bringen. Grenzen setzen wird ganz wichtig sein, aber wunderschöne Geschenke und Überraschungen, die ich leider Gottes alle nicht heute sagen darf, sind auch dabei, okay? Also das heißt, du hast nicht die Niete gezogen, auf gar keinen Fall. Dafür bist du so eine geile Energie, dafür bist du so spirituell, dafür bist du so wahrhaftig wahr. Du hast viele gute Intuitionen, du hast auch die Kapazität, die Wahrsager zu sein, ja? Also du bist wirklich verbunden mit dem Universellen und das ist dein Pluspunkt. Im Monat Mai haben wir einen sehr kreativen,
einen sehr klaren, einen sehr sinnlichen, einen sehr sexuellen, einen sehr erfolgreichen Skorpion, der auf einmal die Facette rausholt, zu sagen, ich habe Pläne, ich habe Ideen, ich habe Träume, ja, ich bin ein guter Mitarbeiter, ich bin eine gute Mitarbeiterin, ich bin ein guter Kompagnon. Das heißt, du lässt dich nicht aus der Bahn werfen, was deine eigene Wertschätzung gibt, und dann kommt nämlich die Wertschätzung von außen. Ja, du kannst dich vor Angeboten auf allen Ebenen nicht retten. Guter Moment, um neue Arbeitssituationen auch zu klären. Okay? So, im Monat Juni, die Gesundheit, fabelhaft. Fabelhaft. Die körperlichen Gesprächen schwinden, ja, immer mal wieder was da, aber nichts Dramatisches. Chronisch Kranke, Schwerkranke, ja, Menschen, die wirklich schon ganz, ganz viele Problematiken haben. Es wird nicht besser, es wird nicht einfacher, aber man kann die Qualität ein bisschen verändern. Ja, im Großen und Ganzen haben wir eine gute Gesundheit, okay, auch in der Familie, man fühlt sich wieder wohl, man bekommt Unterstützung, ja, Schwangerschaften, Geburten, Hochzeiten, bla bla bla, das erwähne ich gar nicht mehr. Ja, warum? Weil das gehört einfach in eine private Legung. Das heißt, der Monat Juni ist Gesundheit, alles gut. Es kommt ein Störfaktor wieder rein, vor allen Dingen von einem Kind, von einem Patenkind, Enkelkind, wie auch immer, eine jüngere Generation, die dich so auf die Palme bringen will, um deinen Seelenfrieden zu stören. Nein, nicht zulassen. Im Monat Juli, ja, siehst du die Welt mit anderen Augen. Im Monat Juli geht es um die Außenwelt, um die Freunde, um die Partys, ja, um die Verbindungen, um ganz viele andere Sachen, die sehr wichtig sein werden, wo ich dir sage, auch wenn du enttäuscht wirst von einer Freundin, ja, oder von einem Metzger, der dir die falsche Wurst verkauft hat vielleicht, ja, egal was im Außen ist, im Monat Juli, lass dich nicht provozieren, okay? Du kannst mit einem Lächeln über alles drüber hinwegsehen, ja, und mach dir nicht so viele Gedanken, auch wenn du hintergangen wirst, auch wenn du wieder Streit hast, auch wenn Latte, Wurst, geh es an, ja, du bist Power pur. Weil im August löst du all diese Dramen von Juli. Im August löst du auch karmatische Situationen, ja, alles, was mit Thema Krisen zu tun hat, und du wirst wieder feiern, lachen, tanzen, also in die pure Erholung kommen, und man versucht trotzdem immer noch mal wieder, dir ein Hinkebeinchen zu stellen, ja, weil ein Mensch verfolgt dich seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Wochen, seit Monaten, okay, kommt ein Mensch in dein Leben, der kann dich ein bisschen stalken, aber auch die eigene bucklige Verwandtschaft kann echt ein Stolperfall sein für unsere Skorpione, das glaube ich gar nicht. Aber trotzdem gehen wir weiter und sagen, im Monat September, die Power ist wieder da, ja. Wir haben wieder Hilfe, wir sind wieder bodenständig, wir lieben, wir lachen, wir tanzen, wir amüsieren uns, okay. Wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance. Warum? Damit im Monat Oktober alles, was auch beruflicher Natur ist, alles, was mentaler Natur ist, alles, was mit Kohle, mit Neubeginn, mit Verwirklichungen, alles, was der Skorpion auf einmal in einen ganzen Sack packen möchte, möchte sich geben, aber möchte auch sortiert werden. Warum? Weil wir haben nämlich hier eine neue Arbeitssituation. Wir haben hier viel Geld, was kommen kann im ganzen Jahr 2024. Ja, viel Geld, viel Harmonie, viel Sicherheit, weil Skorpion immer wieder den Stachel rausholt, wann es wichtig ist, und den Stachel zurückzieht, wann es auch wichtig ist. Weil der November redet von den Projektionen in die Zukunft und der Dezember redet von der Fruchtbarkeit, von der Dankbarkeit, von der Liebe, von den Gefühlen, von der Ordnung und von allen Neubeginnen für Jahr 2025. Es ist eine Powerlegung. Wenn ich dir alles ins Detail sagen würde, würde ich mit diesem Video 1,5 Stunden mindestens beschäftigt sein. Ja, und so viele Informationen können manchmal wirklich sehr anstrengend sein für dich halt, okay? Deswegen sage ich dir, Skorpion, schreib mich an, private Legung, zielorientierte Therapie, Januarlegung, sei dabei, es wird spannend. Du hast die Möglichkeit, eine Antwort zu bekommen im Hier und im Jetzt, und es heißt, die Zahl 24 spricht schon fürs Jahr 24, okay, 2024. Und hier geht es darum, du hast die freie Wahl, dich zu entscheiden auf allen Ebenen. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, mit Rückgrat, mit Inspiration, mit Vertrauen, mit Durchsetzungsfähigkeit und mit aller Liebe dieser Welt. Skorpion, ich freue mich schon auf die nächste Januarlegung. Von mir alles Liebe und wir hören uns. Bye.